Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Warlords. Während ich die letzte Folge fertig gemacht habe, also quasi Folge beendet, habe ich Leertaste gedrückt, habe gedacht, in diesem Diplomatiefenster ist es dann pausiert, das Spiel ist nicht der Fall, das läuft weiter und habe deswegen jetzt gleich ein fettes Battle hier am Start. Gegen die Handtruppen oder was das da sein soll. Hoffen wir, dass wir das gewinnen. Dann werde ich gleich mal wieder neue Truppen rekrutieren. Problem ist aber wieder keine Kohle jetzt. Auf geht's, Leute. Unterstützt bitte unsere Männer um jeden Preis. Los, los, los. Weil wir trotzdem gewinnen werden. Okay, gut. Scheinbar unsere Bogenschützen haben den Fokus, erstmal feindliche Bogenschützen anzugreifen. Schon mal befriedigend. Okay, das ist auch wichtig. Übrigens, es gibt nur einen Übergangsweg, nämlich den hier. So, wir könnten auch unsere Linien, unsere Formation ändern auf Reihenformation. Infanterie vorne, Fernkämpfer hin. Lol. Sorry, es war nichts Persönliches, echt nicht. Ciao. Habe ich ihn aus Versehen umgebracht. So, also Warlord verbessern erstmal. Pass auf, ich tue mir gleich zweimal verbessern, oder? Nee. Geld senden. Erstmal ein bisschen Geld hier. Brauchen Kohle. Kein Geld. Dann ein bisschen Geld schicken hier, der nette Herr. Der schickt mir 5 Gold, der andere schickt mir 6 Diplomatie. Bin ich eigentlich auch traurig, dass er mehr Diplomatie schickt als Gold, aber gut. So, wie machst du denn das jetzt am besten? Ich glaube, mit dem brauche ich da nicht hingehen, ne? Die würden mir auf die Schnauze geben, glaube ich. Warten wir nochmal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Trotzdem, wir haben ja Zeit, ist ja nichts Dramatisches. Hat der da oben Verteidigung? Was, wir werden angegriffen? Ja, Leute! Okay, die haben mich einfach angegriffen, ohne Grund. Gut, jetzt lassen sie sich abfarmen. Hallo. Du auch noch? So. Ihr dürft übrigens gerne da hochgehen und die umbringen. Hallo? Bringt die einer um? Oh, da kommt eine große Armee. Hey, die sind unentspannt. Ah, wobei. Auch nicht größer wie sonst, was da rumlatscht. Sehr gut, alle tot. Wichtig ist hier, dass wir halt wirklich weiter die Stellung halten. Okay, du bist auch... Ach nee, der ist schon fertig mit Geld schicken. So ein Geizknochen. Können wir gleich nochmal verbessern. Also die schicken einfach... Ah nee, jetzt kriege ich auch mehr Gold. Jetzt kriege ich 7 Gold von dem statt 5. Durch das neue Upgrade, ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja. Also auch diese Schlacht haben wir nochmal wieder gewonnen. Hier hingegen haben wir richtig auf den Sack bekommen, Alter. Die haben mich ja richtig dezimiert. Gibt es eigentlich weitere Möglichkeiten, mit mehr Gold zu kommen oder eher nicht? Okay, wir haben jede Menge Reis, by the way. Die Ration ein bisschen erhöhen. Kann auch die Steuern erhöhen. Ah, minus 1 ist nicht so gut. Ah, da sinkt die Bevölkerung sogar. Aha, gut zu wissen. Wie Gold bekommen wir jetzt, wo wir die Steuern erhöht haben? 21, ja, das ist doch nice. Geld regiert die Welt und ich regiere die Welt immer gerne. Mehr Bogenschützen. Ah, da bauen wir jetzt gleich mal das andere Dingeskirchen hier. Für mehr Diplomatiepunkte. So, ihr geht schon mal dorthin. Dorthin. Ja, wenn mein Burgherr stirbt, ist es vorbei. Wer hätte es gedacht? Bauern insgesamt 39, Gesamtqualität 74, verfügbare Unterkünfte 8, 8 mal 8 ist 64 oder so, keine Ahnung, grob gerechnet. Und du hast nichts zu tun, tun wir dich auch mal verbessern und schicken wieder Diplomatiepunkte. Und wir haben genug Geld, dass wir jetzt wirklich hergehen und dann schon mal ein Konsulat errichten. Kann ich eigentlich auch hier drauf bauen jetzt? Ja, wahrscheinlich, ne? Sofern ich das benötigte Geld dafür... Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Okay. So viel zu dem Thema. Ergibt Sinn. Damit verstehe ich jetzt auch genau, was das Problem ist. Man hat quasi immer nur sein eigenes Territorium und dann die anderen muss man quasi sich diplomatisch oder militärisch erweitern. Muss ich dann Sachen schicken lassen. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. I understand. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Diplomatiepunkte pro Minute? Straßenverbindung zum Bergfried nicht hergestellt?
Erstellt Büros, bla bla, Diplomatiepunkte, um Kriegshörn und Edikte zu erlassen. Warum muss ich denn... Was heißt die Straße nicht verfügbar? Ich kann nicht mal eine Straße bauen, davon abgesehen. Ihr Scherzkekse. Der Feind greift mich übrigens auch nicht mehr an. Die haben schon mal genug auf die Schnauze bekommen. Opfer. Weiß nicht, warum die so langsam sind. Ich würde gerne mehr Truppen rekrutieren, aber... ein relativ langsames Fußvolk. Was wir jetzt einfach mal machen, ist nochmal ein Fallmacher. Und nochmal so ein Axtmacher. Holz haben wir ja wirklich ohne Ende. Reis geht ein bisschen zurück, aber wir könnten auch nochmal ein Reisfeld bauen, wenn hier irgendwo Platz wäre. Eins, zwei Reisfelder mit hin. Ihr geht hier zur Unterstützung mit hin. Ah, Diplomatiepunkte sieht doch sehr gut aus. 234. Oh, ein Angriff. Auch diesen Angriff konnten wir wieder erfolgreich abwehren. Natürlich haben die es auf der Mauer ein bisschen einfacher. Können wir es natürlich leichter verteidigen. So, auf geht's. Meine Bogenschützen wieder zum Angriff übergehen. Sehr gut, die sind schon mal tot. Der ist auch tot. Da ist ein Unterschied, ob du billige Bauern hast oder ob du dann schon fähiges Kriegsvolk hier an deiner Seite zu wissen scheinst. Ah. Er gehört auch zu uns. Verbessern wir ihn. Gleich zweimal. Gleich dreimal. Ah, verdammt, jetzt habe ich keine Möglichkeit, mehr Diplomatiepunkte von ihm zu fordern. Scheiße. Okay. Da oben ist auch noch einer. Gehen wir mal zu ihm da oben hin. Möchte ihn auch noch loswerden? Das müsste eigentlich so klappen. Okay, Diplomatie steigern. 54 Diplomatiepunkte. Tendenz stark steigend, wie man sieht. So, jetzt dürfte den Muffensausen gehen hier, nachdem wir hier die komplette Karte erobern. Rest in Peace. So, erlasst ein Goldedikt. Was willst du denn? Jawohl. Woo. Kein Kriegsherr in der Nähe würde eine Truppe aus Van Lang so schnell zu schätzen wissen. Okay. Erlasst einen Goldedikt. Ja, das kriegen wir hin. Wir haben die Treue dieser Gold. Doch leider zu Gold. Diplomatiepunkte, um Erlässe auszugeben. Errichtet ein Konsulat, um regelmäßig mehr Diplomatiepunkte. Habe ich schon. Habe ich schon lange gebaut. Ihr seid da ein bisschen zu langsam. Ich würde gerne noch mal eine Botschaft bauen. Wir kriegen jetzt zweimal Gold und zweimal Diplo-Punkte. Zufriedenheit passt auch noch. So, bauen wir eine Botschaft dahin. Schönes fettes Ding. Gibt uns 48 Diplo-Punkte. Pro Minute mit dazu. Straßenverbindung zum Bergfried nicht hergestellt. Ja gut, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Würde ich gerne ändern, kann ich aber nicht. So, jetzt können wir uns halt wirklich Gold schicken lassen. Da wir ja das andere Zeug hier quasi... Also... Diplomatiepunkte kriegen wir jetzt genug durch die zwei Sachen. Jetzt können wir uns quasi Gold schicken lassen. Können wir nochmal ein paar Konsulate extra bauen, um noch mehr Diplo-Punkte dann quasi zu bekommen. Können das quasi jetzt richtig brutal hochpushen. Lassen wir uns immer Gold schicken, tun die alle upgraden die ganze Zeit. Also wirklich einfach nur noch Gold. Also nur noch Gold. Ein sendet mir Gold, meine Freunde. Ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, Endlos-Spiele zu ermöglichen. Rein theoretisch. Und ich bin auch gespannt, was die Community dann alles macht. So an Maps und geskriptete Missionen, Tower Defense und Verteidige die Welt und hast du nicht gesehen. Und endlos Verteidigungsmodus und dann solche Geschichten. Da wird es ja bestimmt einiges auch bald wieder geben dann. Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. Bin schon sehr gespannt, was uns da alles erwartet in Zukunft. Der nächste Angriff kommt, aber auch relativ schwache Truppen. Also relativ wenig Truppen dieses Mal. Haben sich aber nicht mehr Leute wirklich gefunden. Die sterben schon, bevor sie wirklich da sind. Übrigens auch schön, dass sie wieder direkt in Position zurückgehen. Gibt viele Spiele, die das nicht hinkriegen. Sollte ihn zweimal verbessern. Ah, ist auf Maximalstufe, okay. Was? Angriff ausführen? Aha. Aha. Aha, aha. Auf Rang 6 kann ich die quasi... Eure Steuern wurden bezahlt. ...angreifen lassen. Eure Steuern wurden bezahlt. Das ist nice to know. Eure Steuern wurden bezahlt. So, das ist schön, dass ihr alle meine Steuern bezahlt. Dann kann ich mir noch eins dahin bauen. Dann kann ich nochmal eine Botschaft bauen. Das Ding ist halt dann allerdings auch, wir haben natürlich so viele Punkte gleich.
Kann ich den eigentlich für mich Krieg führen lassen, ohne dass ich irgendwas mache, dass ich einfach nur chill hier, so mir ein schönes Leben mache oder so? Quasi, I don't want to fight anymore oder irgend sowas. Ich dachte auch, dass man die unbegrenzt upgraden kann. Das ist wahrscheinlich besser so, dass es nicht unbegrenzt geht, aus Balancing-Gründen. Wäre trotzdem relativ interessant gewesen eigentlich. Aber egal, meine Güte. Gibt mir jetzt noch genug Gold, damit wir die letzte Botschaft bauen können. Wie gesagt, wir brauchen natürlich diese ganzen Punkte. Schön. Schaut hübsch aus, unsere Siedlung, finde ich. Aktuelle Diplo-Punkte. Produktion ist relativ beeindruckend. 311. 19 alle paar Ticks. Aber na gut, so viel ist das gar nicht eigentlich. Huch. Jetzt brauche ich auch kein Gold mehr. Jetzt kann ich wieder Diplomatie steigern machen. Arbeiten ununterbrochen für euch. Warlord verbessern. Warlord verbessern. Meine Diplomatie. Arbeiten ununterbrochen für euch. Angriff ausführen. Sendet eine Armee aus, um das gewählte Ziel anzugreifen. 5 Bogenschützen. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für Geier. Euch. Könnten schon ein bisschen mehr Truppen schicken. Kann ich das Gebäude eigentlich zerstören? Ja. Aber es ist viel lustiger, immer die Bauern abzufarmen. Ja, ziehen sich welche zurück. Das Hun-Königreich ist es übrigens, nicht das Han-Königreich. Ihn würde ich auch noch gerne erobern. Aber das Problem ist, da müsste man ihn dann verteidigen. Warte, wir gehen einfach mal. Ist doch wurscht. Eh nichts Besseres zu tun hier gerade. Mal das Gebäude da abreißen. War eine schlechte Idee, so wie ich es hier sehe. Okay, da läuft fetter Kampf. Ah, wir verlieren hier zu viele Leute. Rückzug. Rückzug, Rückzug. Wir kümmern uns erstmal um die da oben. Dringend neue Einheiten rekrutieren. Haben jetzt gerade echt viele Leute verloren. Ah, verdammt. Sehr verlustreiche Geschichte gerade. Aber noch leben wir. Okay, wir haben es geschafft, hier zumindest die Verteidigung zu überlaufen. Auf geht's. Rückt weiter vor. Jetzt töten wir den da oben noch. Da ist ein Steinbruch. Okay. Übernimmt hier die Verteidigung. Geht mal hier hin. Ja, noch ein paar Truppen mehr. Geld haben wir ja genug. Ja, da steht mein Befehl. Sehr schön. Sehr schön. Also auf geht's. Jetzt hätten wir alle soweit im Griff. Auch gleich mal komplett verbessern. Lass mir auch mal Gold senden. Diplo-Punkte haben wir jetzt wieder tonnenweise. Schießen die auf mich? Ne, wir schießen auf die... die Arbeiter da. Und hi, das arme Kufi. Das arme Tier. Please don't die. Do this to me, don't do this to me. Wo kommt das eigentlich her? Das ist auf einmal dahin gespawnt. Einfach so plupp. Einmal war es da so. Ibims. 1 Kuh. Lass mich in Ruhe. Da schau, die spawnt einfach, die Kuh, Alter. Statt dass sie aus dem Dorf rauskommt oder so. Nee. Die spawnt einfach. So aus nichts. Man glaubt's ja gar nicht eigentlich. So, die sind jetzt alle fertig hier. Ich würde dann gerne mal meine ganzen Kriegsmeister hier alleine kämpfen lassen. Ja, warte mal kurz, nix. Maximalstufe, Maximalstufe. Meine Na! Achso, ich kann das jederzeit abbrechen. Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen für euch. Okay, Gold, Gold, Gold. Eigentlich will ich nur Gold. Eure Steuern wurden bezahlt. Eure Steuern wurden bezahlt. Ja, eh schon alle Max-Level, oder? Ja. Was greifst du an? Auch alle Hilfsbogenschützen, oder? Also machen wir es kurz anders. Angriff ausführen. Angriff ausführen. Angriff ausführen. Angriff ausführen. So. Da kämpfen sie schon. Sehr fleißig. Unterstützen das Ganze jetzt natürlich mal mit unseren eigenen Truppen. Ich habe ja ein paar. Nicht viele, aber den einen oder anderen Trupp habe ich dann schon. Kann ich das öfter machen? Ah ja. Meine Armee marschiert. Warte mal, was? Habe ich jetzt gerade alle? Nee. Okay. Was? Wohnraumkapazität steigern?
Ach, egal. Wir hämmern die übrigens kaputt gerade. Wir reißen jetzt gerade die Mauer ab hier. Ja, ist doch schön. In 2 Jahren sind wir fertig. Reißt mal hier ab, komm. Schön. Ja gut, Belagerungswaffen wären natürlich was Cooles gewesen, aber habe ich natürlich keine. Die greifen mich auch noch immer alle an. Also die greifen immer noch alle mit an. Schicken die häufiger Truppen oder wie ist das? Die stehen einfach nur blöd da. Schade. Hätte ruhig noch machen können, Feuergeld hier. Was ist das da? Ah. Kaputtes Gebäude. Ah, Truppen habe ich genug auf alle Fälle. Der Hangkönig da. Hungfürst. Tot. Und gewonnen. Ja, ich war hocheffizient, würde ich sagen. Wir hatten natürlich keine Gegenspieler, meine Güte. So, der Marsch in den Süden. Die Stämme von Tukfan sind ihm treu ergeben und bereit, Richtung Hung zu marschieren. Sehr schön. Tukfan hat die Stämme seines Landes gegen den gemeinsamen Feind vereint. Jetzt muss er selbst zum Angriff übergehen, seine Truppen ins Gebiet der Hung schicken und sie für den Kampf bereit machen. Der Hung-König wird langsam ungeduldig mit seinen Kommandanten, die es immer noch nicht geschafft haben, die deutlichen Stämme zu überwältigen. Genervt befiehlt er einen Großangriff, um den Aufstand niederzuschlagen. Okay. It's the defending time again, my friends. Oh, das ist eine feindliche Festung. Wo sind wir? Ah, wir haben eine kaputte Mauer. Wir müssen quasi die Mauer reparieren. Mauer bauen. Wir haben jetzt Zugang zu Gemüsefeldern. Oh, wie toll. Wollte gucken, ob ich speichern kann. Ja, kann ich. Okay. Wenn wir ein paar Gemüsefelder anpflanzen, können wir die Gemüserationen steigern und ihr werdet noch beliebter. Ah, wie schön. Nicht, dass ich mich über Reis zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen beschweren wollen würde. Von Tukfan. Ja, Tukfan. Die Revolution wird uns nicht einfach in den Schoß fallen. Schade eigentlich. Wir haben nur eine Chance, wenn es unseren Vorräten und Waffen nicht mangelt. Okay. Ich habe kein Ding zum Truppen rekrutieren dieses Mal. Geizknochen, Alter. Boah, auf alle Fälle erstmal Stein. Direkt ein Stein. Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Hätte ich nicht. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern. Eure Hoheit. Bin mir nicht sicher, ich hab's verschissen. Ich glaube, man kann auch 2 Steinbrüche dahin bauen, oder? Früher ging das, da konnte man mehrere Steinbrüche auf so eine Ressource bauen. Auf so eine Ressource bauen. Ach, ich bin so geistig behindert. Echt, man denkt manchmal, ich bin der größte Trottel Deutschlands. Ihr habt recht damit, das ist ja das Problem. Also. 3 Gemüsefelder bauen. Was macht der denn da? Okay. Sieht cool aus. Das ist cool. So ein Bambusrohr kleingeschlagen oder so ein Bambusbaum oder wie man das nennt. Das ist eine coole Sache. Ich habe übrigens nur eine Holzfällerfarm, sehe ich gerade. Ne, 3 habe ich. Wo sind die? Ach, da sind die Leute. Okay, passt schon. Manchmal ist es besser, mich zu ignorieren. Baut einen Steinmauerabschnitt, um die Lücke zu schließen. Wir wären besser gegen Angriffe gefeit, wenn wir die Stadt mit Steinmauern schützen können. Ihr könnt Steine sammeln, indem ihr neben den Steinvorkommen in der Nähe Steinbrüche baut. Und vergesst auch nicht, Büffeljoche in der Nähe zu bauen, damit ihr sie transportieren könnt. Sobald der Steinnachschub gesichert ist, können wir Mauern bauen. Wenn ihr an der Grenze unserer Ländereien eine Mauer zieht, dann schützt sie das vor Angriffen. Oh, Sachen gibt's? Warum? Ah, ich habe die falsche Mauer gebaut. Ich habe so eine Doppelmauer gebaut. Ah, shit. Scheiße. Das war ja doch nicht meine klügste Aktion. Ah, dafür bin ich ja bekannt. Für die nicht klügsten Aktionen. Ah, schaut doch cool aus, oder? So, als ob es Absicht gewesen wäre. So, Hilfsbogenschütze. Ich einen einzigen Bogenschützen habe, Alter. Ich einfach keine... Die Burg ist vollständig umgeben, eure Exzellenz. Gutes Gefühl. Alle Fälle mal Gemüse machen. Tägliche Produktion 5, Alter. Hier Geizknochen. In diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Schon ein bisschen geizig hier, ein einziges Holz. Mal ein Haus bauen.
Müssen natürlich aufpassen hier mit dem Bauen. Dass Kriege ziemlich teuer sind. Ach. Denkt daran, Hoheit, je mehr wir eure Beliebtheit steigern, desto mehr Gold gibt unser geliebtes Volk der Steuern. Ja, wie schön. Setzt Wohnraum, Reisrationen und Gemüserationen geschickt ein, um eure Beliebtheit zu steigern. Unterkunft in Verwendung verfügbar. Reich. Überbevölkerung verringert eure Beliebtheit um 30. Ah. Eine Nachricht von Tukfan. Ah, hallo. Behaltet die Hung-Siedlung in der Nähe im Auge. Ja, ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie versuchen werden, uns von hier zu vertreiben. Ja, Fralle, du. Boah, ist ja der Lagerbau, ne? Krabowitsch der Erste hat massiven Holzmangel. Brauchen mehr Holz. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Holz. Ob sie es jetzt glauben oder nicht, wir brauchen mehr Holz. Weil ansonsten habe ich kein Holz. Wenn ich kein Holz habe, dann habe ich kein Holz. So, Produktion 25, gegessen 44. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wie geht denn das schon wieder? Fresst nicht so viel. Drecksvolk, ey. Was fressen die denn so viel? Was sind die so gefräßig, ey? Kannst du wieder keinen erzählen. Mal ein Reisfeld hier irgendwo hinschmeißen. Gefräßiges Volk, ey. Da krieg ich einen Koller, ey. Nur am Fressen allesamt. Wir haben jetzt maximale Bevölkerung aktuell. Würde auf alle Fälle, ich würde gerne ein schönes Haus bauen, aber. Damit dürft ihr raten, wir kein Holz haben. Alter, ich habe 5 Holzfäller. Wacht mal hin jetzt. Kann doch nicht sein hier. Naja, gut, muss sagen, dass die vielleicht nicht ganz so gut gesetzt waren, weil die ewig weit laufen. Ist doch voll viel Holz drin, oder? Nee, ist nicht. Ist nur der Boden. Okay, auf alle Fälle, das erste ist mal eine Unterkunft. Das. Versuchen, in unser Gebiet einzudringen. Oh, weh. Macht euch bereit. Das ist asozial, weil ich bin noch gar nicht bereit. Was chillen die denn so? Gering. Eine Nachricht von Tupfan. Blasrohr-Stammeskrieger rekrutieren. Meine Brüder. Wir lassen uns nicht von unserem Weg abbringen. Nee. Hab ich nicht vor. Auf geht's, Männer. Auf die Mauern. Was ist das hier? Und das, was fertig ist? Da ist irgendwas. Hätte ich mir das holen können? Kann ich mir das holen? Ist das Ressourcen? Lol. Weg! Hört auf mich zu schießen, Alter. Ich schieße doch nicht auf euch. Was für asoziale Typen das sind. Die schießen einfach auf mich. Bin da am Chillen. Bisschen am Gucken, was so abgeht. Und die schießen auf mich. Können wir einen Turm bauen? Ne. Leider nicht. Okay, Fallmacher. Ja, wohin das Ding, ne? Aber dorthin. Also ist diese Axtwerkstatt hier. Haben wir schon mal das gemacht? Wie viele Leute kommen denn da? 6 Axtkämpfer. Na gut, die gehen sie jetzt erstmal langsam an. Was ist eigentlich mit dem Gebiet hier? Ah, das ist nicht benutzbar. Das gehört alles zu der großen Festung da. Jo, Leute. Die machen unser Tor kaputt. Kann ich das reparieren? Werkzeuggebäudereparatur hier. Also wenn es noch teurer gewesen wäre, hätte ich es auch einfach abreißen können, ne? Also wir sollen 30 Äxte, 30 Bögen. Das kriegen wir alles auf lange Sicht hin. Das sollte nicht zu schwierig werden. Und wir wollen eine Waffenkammer natürlich auch noch. Die bauen wir mal dort mit hin. Und danach bauen wir mal wieder ein schönes Haus. So. Wie schaut es hier aus? Produktion 55. Produktion 53. Also jetzt passt es aktuell. Mit der Nahrung. Der Pöbel ist zufrieden. Ich bin auch zufrieden, wenn der Pöbel zufrieden ist. Natürlich, umso größer die Bevölkerung, desto mehr knabbern die. Gefräßiges Volk. Mal ein Gemüsefeld hinschmeißen. Einmal dort. Er wäre natürlich nicht dumm, wenn man das direkt zur Versorgungshütte dahin baut, oder? Von der Logik her. Aber was ist schon Logik? Gibt es hier Wasser? Ja. Kann man hier fischen? Also aktuell nicht, aber... Und kann ich das eigentlich nicht bauen? Es ist zwar da, aber ich kann es nicht bauen. Na gut. Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu Stronghold Warlords, der nächsten Kampagne hier, also der ersten Kampagne, die wir wahrscheinlich auch bald fertig haben. Der Aufstieg zu unserer Macht. Bin gespannt, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.